Okay, jetzt kommen wir zur Aufgabe 2. Und zwar geht es in dieser Aufgabe darum, wir haben eine Funktion, das ist eine zweidimensionale Funktion und die ist definiert für positive x und y. Also hier ist x, hier ist y und ist in diesem ersten Quadranten, sagt man ja, ist die Funktion definiert bis in die Unendlichkeit. Also x und y können beide größer gleich 0 sein. Wo die Höhenlinien jetzt genau verlaufen, wissen wir noch nicht. Und es steht ja schon Optimierung mit dabei. Das heißt, wahrscheinlich geht es darum, irgendwie die Maxima und Minima dieser Funktion zu suchen. Und Sie wissen ja schon, dass wir das machen können, indem wir die Maxima und Minima uns auf dem Rand angucken, also dass wir den Rand separat betrachten, dann das Innere separat betrachten und gucken, ob es im Inneren irgendwelche stationären Punkte gibt. Und Knickpunkte gibt es hier nicht, weil die Funktion ist ja eine Verknüpfung oder ein Produkt von differenzierbaren Funktionen, also ist sie auch differenzierbar. Das heißt also, Knicke gibt es nicht. Und wir fangen hier mit dem einen Rand an. Also das, was ich jetzt erzählt habe, das steht hier in der Aufgabe nicht drin, oder nicht so explizit, weil man natürlich nicht will, dass man in der Klausur so viel lesen muss. Es wäre sonst ein bisschen unpraktisch, wenn es hauptsächlich ums Lesen ginge. Aber in der Vorlesung hätte ich das eben mit dazu erzählt und ich kann ja hier in der virtuellen Klausureinsicht quasi oder in der virtuellen Klausur, Vorrechnungssprechstunde oder wie auch immer man das nennt, kann ich ja ein bisschen mehr erzählen. Also wir gucken uns jetzt den Rand an auf der X-Achse, das ist diese Achse hier. Da ist Y gleich 0 und X größer gleich 0. Genau so ist es. X größer gleich 0 und Y gleich 0. Ich dachte schon, ich hätte aus Versehen hier einen Fehler gemacht. Und wir sollen jetzt die Funktion erstmal auf diesen Bereich einschränken, nur auf der X-Achse uns angucken und gucken, ob wir auf diesem Rand irgendwelche Maxima und Minima finden können für 7 Punkte. Okay, was ist denn die eingeschränkte Funktion? Die Funktion ist f von x und 0, y ist ja gleich 0 gesetzt, ist gleich e hoch minus 2x minus 0, fällt weg, mal x. Nur das x schreibe ich lieber davor, einfach aus dem Grund, weil man dann deutlich sehen kann, dass es nicht mehr zur e-Funktion mit dazugehört. Okay, jetzt kann ich mir angucken, wo die Minima und Maxima sind. Okay, die Funktion f' von x0. Ich nenne mal die Funktion einfach, damit von der Notation leichter ist. Die nenne ich einfach mal g von x. Okay, dann ist es ein bisschen, ist es von der Notation her ein bisschen einfacher. Jetzt kann ich nämlich einfach einen Strich dran machen und muss keine partiellen Ableitungen verwenden. Das ist dann ja gleich minus, also ist gleich einmal e hoch minus 2x plus innere Ableitung minus 2 mal x mal e hoch minus 2x. Das ist also gleich e hoch minus 2x mal 1 minus 2x. Hör mal zu. Und jetzt weiß ich schon, dass dieses Ding hier verrechnet habe ich mich ja hoffentlich nicht. Da, ich glaube nicht. Okay. Wenn das gleich 0 ist, dann folgt daraus auf jeden Fall x gleich 1/2. Okay. Und damit ist dann g von x gleich g von 1/2. Kann ich dann ausrechnen, ist gleich 1/2 mal e hoch minus 1, also gleich 1 dividiert durch 2e. Boah, wie viel ist das? 1 durch 2e? Naja, man könnte ungefähr Pi mal Daumen sagen, e ist ja ungefähr gleich 2,71, also ungefähr gleich 2,5. 2 mal 2,5 ist 5, also ungefähr ein Fünftel. Also 0,2 und weil ich da jetzt, weil es eher ein bisschen größer ist als 0, als 2,5,
könnte ich schätzen 0,2, also vielleicht 0,18 oder irgendwie oder 0,19 oder so. Okay, das muss man natürlich in der Klausur nicht mit dazu schreiben, aber es hilft einem so ein bisschen so ein Gespür für die Aufgabe zu bekommen. Gut, geh von 0 ist gleich 0. Der Limes für g gegen unendlich, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist das überhaupt gefragt? Ist nicht unbedingt gefragt, der Limes für g gegen unendlich, g für x gegen unendlich. Ich könnte ihn ausrechnen. Ich könnte auch gucken, ob ich irgendwie mit irgendwelchen Konkavitäts-Konvexitätseigenschaften weiterkomme. Wahrscheinlich aber nicht, denn diese Funktion e hoch minus x, man kann sich ungefähr vorstellen, wie sie aussieht. Möglicherweise denn e hoch minus x, die konvergiert ja gegen 0, e hoch minus 2x konvergiert auch gegen 0 und x mal e hoch minus 2x, weil die e-Funktion ja stärker gegen 0 konvergiert, deswegen geht es auch gegen 0. Das heißt, wenn ich die ganze Funktion zeichnen würde, das darf ich jetzt nicht in diesem Diagramm hier machen, weil da ist ja y und x aufgetragen und ich muss ja jetzt g und x auftragen. Also wenn ich es zeichnen würde, dann würde es x hier g von x, würde die Funktion so aussehen, würde also auch wieder gegen 0 konvergieren. Und das heißt also, diese Funktion konvergiert wieder gegen 0. Und damit ist schon mal völlig klar, eine Sache, sie kann nicht global konkav oder global konvex sein. Denn sie muss ja da wo dieses Maximum existiert, da muss ja, das ist übrigens an der Stelle, hatten wir ja ausgerechnet, Stelle 1,5 und die Höhe ist ungefähr, also ist gleich 1 durch 2e, ich mache es mal ganz präzise, ne, da ist das Maximum. Hier hatten wir den Nullpunkt, hatten wir ausgerechnet. Und damit weiß ich schon mal, die Funktion muss zuerst irgendwie, zumindest in der Nähe des Maximums, muss die Funktion ja konkav sein. Und danach, wenn sie so asymptotisch gegen die Null verläuft, dann muss sie ja konvex sein. Geht ja nicht, sonst würde sie ja durch die Null durchstürzen. Ne? Also, das bedeutet also, die Frage nach Konkavität, Konvexität und keins von beiden kann ich auf jeden Fall schon mal so beantworten. Dafür müsste ich aber, um das ganze Argument noch komplett zu machen, müsste ich eigentlich tatsächlich noch den Grenzwert ausrechnen, weil dann kann ich ja die Funktion erst so zeichnen, wie ich sie gezeichnet habe. Also mache ich das noch, rechne ich noch den Grenzwert aus. Limes g von x für x gegen unendlich ist sowieso für diese Musterlösung gar nicht so schlecht, den Grenzwert auszurechnen, weil, wie Sie sehen werden, es schwant Ihnen wahrscheinlich schon, man kommt nur weiter, wenn man L'Hôpital verwendet, denn das ist ja gleich x, ich schreibe nochmal den Grenzwert dazu, es ist gleich dem Grenzwert x gegen unendlich. X dividiert durch e hoch 2x und das ist gleich unendlich durch unendlich in Anführungsstrichen. Das bedeutet, ich darf L'Hôpital anwenden. Das mache ich natürlich gerne. Wissen Sie, Limes x gegen unendlich 1 dividiert durch 2 e hoch 2x und das ist jetzt 1 dividiert durch unendlich, also gleich 0. Okay, damit bin ich fertig. Damit kann ich die Funktion so zeichnen, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Und damit weiß ich, Funktion ist konkav in der Nähe von x gleich 1,5, weil da ja das Maximum ist. Konvex für große x, also keine globale, soll ein B sein hier, globale Krümmungseigenschaft gut. Diese Aufgabe hier
hätte man natürlich auch anders lösen können. Da gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten und das ist nur eine von denen. Jetzt soll man als zweites bestimmen den Grenzwert f von xy für x gegen unendlich. Sieht ein bisschen so aus wie die Aufgabe, die wir gerade schon gelöst haben. Ein bisschen anders, denn jetzt ist es hier Limes x gegen unendlich von f von xy und y ist nicht mehr gleich 0 gesetzt. Also gleich Limes x gegen unendlich. Das war ja, glaube ich, x plus y mal e hoch. Jetzt gucke ich doch nochmal kurz nach, nicht, dass ich mich irgendwo vertue. Minus 2x minus y. Okay. Tja. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Also letzten Endes ist der Punkt der, dass wenn ich den Limes x gegen unendlich mir angucke, dann ist in dem Moment y für mich einfach eine Konstante. Da könnte stattdessen auch irgendwie Alpha stehen oder sowas. Das ist also zwei Grenzwerte gleichzeitig kann ich eigentlich gar nicht berechnen. Ich muss immer erst eine Zahl von beiden gegen unendlich gehen lassen. Und hier ist x gegen unendlich. Diese Funktion schreibe ich nochmal um, so wie ich das eben schon gemacht habe. Das ist Limes x gegen unendlich x plus y dividiert durch e hoch 2x plus y. Okay. Und das ist, wenn ich jetzt x gegen unendlich gehen lasse, dann steht hier oben unendlich plus y, also unendlich, dividiert durch e hoch unendlich plus y ist auch unendlich. In Anführungsstrichelchen. Das heißt also, ich darf L'Hôpital anwenden. Wie eben auch schon, Argument ist gleich. Und das ist also gleich Limes, x gegen unendlich. Und jetzt muss ich ja sowohl den Zähler als auch den Nenner separat ableiten nach x. Denn y ist ja im Moment, wo ich das jetzt anwende, eine Konstante. Also steht oben x plus y abgeleitet nach x ist 1. Und e hoch 2x plus y abgeleitet nach x ist, innere Ableitung ist die 2, äußere Ableitung ist e hoch 2x plus y. Und der Grenzwert davon, wenn ich x gegen unendlich gehen lasse, e hoch 2x plus y wird immer größer, also 1 durch unendlich, also gleich 0. Das heißt also, ich habe, wenn ich hier oben mal ein bisschen was in dieses Diagramm einzeichnen sollte, das mache ich mal in einer anderen Farbe, zum Beispiel Orange, dann habe ich hier, sagen wir mal, hier wäre die 1, hier wäre die 1,5, dann hätte ich hier schon mal einen stationären Punkt auf dem Rand gefunden mit dem Wert 1 durch 2e. Okay, hier habe ich einen Punkt am Rand, einen Kandidaten für ein globales Minimum, das ist die 0. Hier konvergiere ich auch gegen die 0 und egal, wo ich mich befinde, immer wenn ich x gegen unendlich gehen lasse, konvergiere ich wieder gegen die 0. Das heißt, ich habe irgendwie so einen Berg, der sich auftürmt und dann wieder gleich 0 wird. Außerdem, ah ne, das ist es im Wesentlichen erstmal, das, was ich bis jetzt weiß. Gut. Bestimmen Sie alle stationären Punkte im Bereich im Inneren also x-Element 0 unendlich und y-Element 0 unendlich. Was können Sie über Maxima, Minima und Sattelpunkte aussagen? Okay, jetzt muss ich erstmal die stationären Punkte berechnen. Das mache ich natürlich. Wieder in meine Ausgangsfarbe. Das war das Lila oder so. Es war ja f von xy gleich x plus y mal e hoch minus 2x minus y. Daraus folgt f nach x abgeleitet ist gleich, upsala, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Das ist immer, das sieht man im Bild nicht, aber auf dem Schreibtisch hier ist es relativ eng. Die Tastatur liegt direkt daneben, da kommt man leicht mal. Also, was muss ich hier für eine Regel anwenden? Natürlich die Produktregel, denn ich habe ja hier das Produkt, x plus y ist der erste Faktor und die e-Funktion ist der zweite Faktor. Also wenn ich das ableite, ist es gleich 1 mal e hoch minus 2x minus y plus, und jetzt
x plus y mal die innere Ableitung, das ist minus 2 und wieder mal e hoch minus 2x minus y. Und das ist gleich, ich mache mal eine eckige Klammer auf, 1 minus 2x minus 2y, eckige Klammer zu, mal e hoch minus 2x minus y. Und das soll für einen stationären Punkt bitte gleich 0 sein. Und die Ableitung in y-Richtung funktioniert natürlich ähnlich. Das ist gleich einmal e hoch minus 2x minus y plus x plus y mal minus 1 mal e hoch minus 2x minus y. Das ist gleich, wieder eine eckige Klammer auf, 1 minus x minus y, Klammer zu, mal e hoch minus 2x minus y. Und das soll bitte schön auch gleich 0 sein. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Die eine Gleichung ist diese hier und die andere Gleichung ist diese hier. Tja, tja, was bedeutet das? Es bedeutet, aus der ersten Klammer folgt 1 minus 2x minus 2y gleich 0. Und hier raus, weil denn das e hoch minus 2x minus y, das kann ja nicht gleich 0 sein, also kann ich das rauskürzen. Und unten folgt 1 minus x minus y ist gleich 0. Und wenn ich jetzt diese beiden Gleichungen nehme und zum Beispiel die erste hier mit dem Faktor 2 multipliziere, dann steht da 2 minus 2x minus 2y gleich 0. Und wenn ich diese beiden jetzt voneinander subtrahiere und man sieht ja da, oder beide gleichsetze, dann steht da 1 minus irgendwas ist gleich 2 minus dem gleichen Klumpatsch. Also folgt daraus quasi 1 gleich 2. Ne? 1 gleich 2 und das weiß man aus der Grundschule. 1 ist eine andere Zahl als 2 und das heißt also, es ist, ups, ist ein Widerspruch. Zack, Blitz kann man so malen. Widerspruch und das bedeutet, es gibt keine stationären Punkte. Okay, keine stationären Punkte und das bedeutet also, keine Minima, keine Maxima, keine Sattelpunkte. Und das bedeutet, wenn es irgendwelche Extrema gibt, dann müssen sie irgendwo am Rand liegen. Anders geht's nicht. Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass es Funktionen gibt ohne stationäre Punkte. Das ist natürlich irgendwie keine Ausnahmesituation, sondern das kommt in der VWL relativ häufig vor. Jede Funktion, die monoton steigend ist oder monoton fallend in einer der Variablen, hat dadurch automatisch keine stationären Punkte. Diese hier ist aber nicht monoton steigend oder monoton fallend in x oder y, sondern das hatten wir ja gesehen, die hat ja so eine Welle. Und wie sieht die Funktion aus? Ja, sie sieht folgendermaßen aus. Also man könnte sich so vorstellen, wie als wenn man ein ganz unendlich langes Tischtuch nimmt. Und an der Ecke, an der Null, einmal kurz hoch und wieder runter, sodass eine Welle so durch das Tischtuch geht. Also, und die Welle ist hier quasi so. Hier an der Stelle 0 ist die Welle schon wieder vorbei. Hier ist die Funktion wieder 0. Dann geht sie erstmal hier hoch und danach geht sie wieder runter und dann läuft sie hier quasi so aus. So ähnlich kann man sich das vorstellen. So wie eine einzige Welle, die so in der Unendlichkeit wieder ausläuft. Ne? Ein bisschen asymmetrisch ist die Funktion noch, das habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, aber deswegen ist es natürlich auch logisch, dass, oder logisch kann man nicht sagen, aber es ist naheliegend, dass die Funktion nirgendwo ein globales Maximum hat, oder zumindest nicht im Inneren. Sie hat ein globales Maximum auf der Y-Achse und auf der X-Achse, das ist ein lokales Maximum, dieses 1/2. Und die 0 ist das globale Minimum. So kann man sich die Funktion ungefähr vorstellen. Gut, jetzt ist noch eine letzte Frage, nämlich was ist mit dem Punkt x gleich, das ist die Aufgabe 2.5, x gleich 0, y gleich 0.
Ist die Funktion da konkav oder konvex? Ja, dafür muss ich natürlich, sehe ich hier eine Sache, das hatte ich wahrscheinlich in der Klausur einen Fehler gemacht und hatte aus Versehen irgendwas falsch abgetippt. Und ich kann mich jetzt nur noch vage erinnern, das ist ja schon 5 Jahre her oder 6 Jahre. Ich glaube, das war damals keinem so richtig aufgefallen während der Klausur. Aber also von daher ist niemand so richtig zu Schaden gekommen. Ist natürlich trotzdem blöd. Ich schreibe Ihnen mal kurz die korrekten zweiten Ableitungen gleich dahin. Das, man sieht ja hier schon, also das, wenn Sie hier die erste Ableitung bilden, dieses e hoch minus 2x minus y, das bleibt ja immer bestehen, ne? Und dementsprechend muss es hier auch bei der zweiten Ableitung auch so sein, dass da ein e hoch minus 2x minus y jeweils steht und nicht ein e hoch minus x minus y. Das heißt, da ist irgendwo was aus Versehen falsch abgetippt worden. Ja, kommt halt vor. Das ist natürlich blöd. Wir versuchen, solche Sachen immer zu vermeiden, so gut es geht. Und die Tutoren, die rechnen die Aufgaben auch immer Probe. Aber manchmal passiert es halt, dass solche Typos, solche Tippfehler übersehen werden. Und das ist hier anscheinend auch passiert. Gut. Also, ich rechne erstmal die zweite Ableitung in Richtung x aus. Das kann ich ja hier direkt machen, denn ich habe ja die erste Ableitung in Richtung x schon ausgerechnet. Die steht ja hier in dem oberen gelben Kasten. Also kann ich an der Stelle, das mache ich hier schon mal in einer anderen Farbe, aber noch hier in diesem Block, damit ich das noch sehen kann, fx x Strich Strich, das ist dann gleich, tja, wieder die Produktregel. Ableitung der ersten Klammer ist minus 2 mal e hoch minus 2x minus y plus, und jetzt steht da ein 1 minus 2x minus 2y mal minus 2 mal e hoch minus 2x minus y. Und das kann ich jetzt noch zusammenfassen. Das ist eine eckige Klammer, riesige eckige Klammer. In minus 2, da hier kann ich mir quasi eine 1 hindenken. Das heißt, die minus 2 lasse ich einfach mal stehen. Minus 2 mal eine eckige Klammer. Und dann habe ich hier stehen 2 minus 2x minus 2y mal e hoch minus 2x minus y. Okay, das wäre dann meine zweite Ableitung in x-Richtung. Gut, jetzt habe ich schon die zweiten Ableitungen hier korrigiert. Da fehlte einfach oben in dem Exponenten der Faktor 2. Das ist natürlich, wenn Sie es an der Stelle 0 sich angucken, dann setzen Sie sogar sowieso x gleich 0 und dann ist es sowieso egal. Okay, gut, jetzt soll ich ja Konkavität und Konvexität mir angucken. Das kann ich ja mit der Hesse-Matrix machen. Die Hesse-Matrix ist, und gucke ich mir aber nur an der Stelle x gleich 0 und y gleich 0, denn das ist ja die einzige, für die ich mich hier interessiere, sonst wird die ganze Sache ein bisschen kompliziert, ne? Was ist es? Der Faktor e hoch irgendwas wird dann immer gleich 1. Das heißt, hier steht dann eine minus 4. Hier steht eine minus 2. Hier steht eine minus 3 und eine minus 3. Okay, das heißt, das erste Element der Hesse-Matrix ist gleich minus 4, ist also negativ. Das würde also hindeuten auf eine Konzentration, ja, genau richtig, Konkavität der Funktion in x-Richtung. Das gleiche gilt für die y-Richtung, also auch in der y-Richtung ist die Funktion konkav. Und was ist mit diesem Delta-Faktor? Das ist der gleich, also die Frage, ob die Kreuzableitung dominiert. Und das ist gleich minus 4 mal minus 2. Minus minus 3 in Klammer zum Quadrat. Und das ist ja gleich 8 minus 9, also gleich minus 1. Und das heißt,
Die Funktion ist in diesem Punkt x gleich 0, y gleich 0, weder konkav noch konvex. Man kann aber auch nicht sagen, dass es sich um einen Sattelpunkt handelt, denn für einen Sattelpunkt müssten ja die ersten Ablösungen ja erstmal ein stationärer Punkt sein. Es ist ja gar kein stationärer Punkt. Ne? Das heißt also, die Funktion ist weder konkav noch konvex. Sattelpunkt ist es auch nicht. Also ist nicht besonders spannend. Denn uns interessieren ja normalerweise insbesondere immer die Sattelpunkte. Okay. Also, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, warum ich die Frage überhaupt gestellt habe. Wahrscheinlich einfach nur, weil man es relativ leicht ausrechnen konnte. Denn eigentlich würde uns natürlich diese Frage Konkavität, Konvexität insbesondere eben immer an den Sattelpunkten interessieren. Oder natürlich, wenn es globale Eigenschaften sind, dann auch, wenn wir wissen, dass eine Funktion global immer eine dominierende Kreuzableitung hätte, dann wüssten wir, die kann gar keine Minima und Maxima im Inneren haben, logischerweise. Das ist hier aber ja nicht der Fall. Und von daher, tja, okay, aber die Aufgabe ist geknackt oder gelöst und damit sind wir hier auch fertig. Also eigentlich kann ich mich daran erinnern, dass wenn die Klausur etwas länger gewesen wäre, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich durchaus noch ein bisschen weiterrechnen lassen und auch nach den globalen Maxima und Minima suchen lassen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt reicht's. Normalerweise macht es natürlich Sinn, dass man die Aufgabe komplett bis hinten durchrechnet und dann eben auch noch sagt, was ist denn das globale Minimum und was ist denn das globale Maximum.